Hallo liebe Kultisten und Kultistinnen, schön, dass ihr wieder da seid. Wir spielen heute ein Horror-Game. Ja, wir spielen Poopkiller. Ja, wirklich, wir spielen Poopkiller. Ihr seht es bereits auf dem Bildschirm. Ich habe die Trash Horror Collection von Osore geschenkt bekommen. Vielen Dank dafür. Und deswegen dachte ich mir, das allererste Spiel, das ich ausprobieren muss, ist auf jeden Fall Poopkiller. Warum? Ich habe schon bei ein paar anderen YouTubern gesehen, denn ich liebe dieses Game einfach. Und deswegen muss ich es heute selber spielen. Nämlich, wir stellen uns jetzt dem Poopkiller. Ich würde sagen, ohne dass ich viel beschreiben muss, was hier passiert und um was das Game geht. Also, naja, es geht halt um den Poopkiller. Würde ich sagen, starten wir in unser heutiges Abenteuer. So. VHS-Video. Ja, cool, eine Videothek gespielt anscheinend in der Videothek. Die Musik haut ziemlich rein. Das ist richtig coole 80er-Jahre-Horrormusik. Es ist von Raphael Braser. Von dem habe ich schon ziemlich viel gehört. Ich bin mir nicht sicher, ob ich jemals ein Raphael Braser-Game gespielt habe. Aber, mein Gott, irgendwann ist immer das erste Mal. Yes, das waren noch Zeiten, Videotheken. So, perfekt. Ich glaube, hier beginnt aber unser Abenteuer mit dem Poopkiller. Ja, wir sind schon im Game, okay. Wie krass. Was ich gesehen habe, man kann verschiedene Grafiken auswählen. Ich muss sagen, mir taugen viele von diesen Grafiken. Also die Horror finde ich ziemlich gut, aber die ist ein bisschen dunkel. Und da YouTube es eh immer dunkler macht, nehmen wir mal nicht Horror. PS2 finde ich ziemlich cool, weil da alles so eckig und kantig wie bei der PS2 aussieht. Das nehmen wir einfach. Und ich würde sagen, wir starten hier in unseren Dienst. Was ist das? Was ist das? Kann ich mir hier selber Videos anschauen? Kleine dreckige Videos. Mein Gott, das ist ein Hightech-PC, den wir hier haben. Das ist Spitzentechnologie. Ausgezeichnet. Zum Wischen haben wir auch. Und hier geht es nach hinten raus. Oh, liebe Güte, was ist denn das? Das sind einfach die Getränkekästen auf Doom. Also, wenn ihr mal Durst habt, könnt ihr vorbeikommen. Ich habe zufälligerweise 4000 Liter Getränke. Okay, ausgezeichnet. Was ist das hier? Warum leuchtet es so? Jon! Hier sind deine Aufgaben. Bitte arbeite sie in Reihenfolge ab und nur, wenn du gerade keine Kunden hast. Ja gut, danke. Wir müssen die Horror-Movies zurückbringen auf die Auslegeshelfs. Dann müssen wir den Boden putzen. Dann müssen wir den Müll wegschmeißen von unten. Und dann müssen wir das Graffiti entfernen. Alter, wir müssen Graffiti entfernen, wie gemein. Okay. Das ohne Scheiß. Das ist eure Toilette. Warum hat denn eure Toilette keine Tür? Also, ich meine, hier kackt dann jemand und hier stehst du dann cool und gibst die Sachen ein, während ihr hier sein Bilbo Beutlin abseilt oder was? Ja, sehr großartig. Echt, das ist ja die beste Bibliothek, in der wir arbeiten. Hier, der Clown-Spaß. Na gut, der Clown-Spaß. Abenteuerfilme, Actionfilme. Ist überall dreckig, das ist abartig. A Thriller. Aha, Horrorfilme ausgezeichnet. Was gibt's hier noch für Movies? Adventure-Movies. Mai, wir haben Fische. Ja, Mai. Du lieber Frederik, der Fisch. Mein Gott, du bist aber ein feiner Fisch. Kannst du feiner Fisch sagen? Nein, das wäre super unheimlich. Das ist super unheimlich, wenn der Fisch plötzlich feiner Fisch sagen würde. Feiner Fisch. Comedy-Movies. Adult-Movies, die stehen hier. Das ist vollkommen unrealistisch. In den 80er Jahren würden die niemals hier stehen, ohne dass die Bullen sofort da sind. Die waren immer hinten in so einem kleinen Separé waren die, wo man dann auch sich ausweisen musste oder angemeldet sein musste, damit die auch wussten, dass du FSK 18 hinein darfst überhaupt. Ich muss sagen, ich hätte super gerne in der Videothek damals gearbeitet. Das Power Drill Massaker, yes! Ich glaube, das ist schon mein Lieblingsfilm für heute. Schau dir mal die Fresse an, der meint das echt ernst, den Drill. Also, wenn der losbohrt, dann aber. Da ist aber nichts mehr los. Endlose Tage. Hört sich eher wie eine furchtbar langweilige Liebeskomödie an. Mein Gott, Romcoms, wer liebt sie nicht? Das ist die Wahrheitsschleife. Na gut, das sind alles Horrorfilme. Na gut, ist schon irgendwie leitet man hier nur Horror aus. Ich kann das super gut verstehen. Ich muss sagen, in der Videothek habe ich auch fast immer nur Horror ausgeliehen. Manchmal so ein paar Thriller noch, ein bisschen Action. Aber diese Comedies und so weiter war ich nicht immer dabei. Gott, da kommt jemand. Ich glaube, wir haben gleich einen Kunden. Sehr gut, ich ziehe mir schnell eine Hose an. Moment. Nein, ich habe eine Hose an, natürlich. Warum sollte ich keine Hose anhaben, während ich in der Videothek arbeite?
Ich habe wirklich eine an. Ich sehe zwar meinen Körper nicht, ich kann es nicht beweisen, aber ich habe eine Hose an, wirklich. Hallo, hallo, kommst du mal vielleicht rein? Gehst du nicht nur draußen rum? Sag, warum bist du... Ach so, Gottes Willen, ich dachte schon, du bist nackt. Dein sehr mächtigen Bart. Dein sehr mächtigen Bart und ein wunderschöner Moment. Ich muss hier zumachen, du darfst hier nicht rein. Kommen Sie hier nicht rein. Das tut der Typ so, als würde er für den Comedy stehen, aber der ist schon längst hier bei den Adult-Movies vorbeigegangen und hat da so... Sie ist so krass eingepackt und jetzt nimmt er sich so einen Comedy-Film und legt dann so 20 Adult-Movies hin und so ein Comedy drauf, damit es keiner sieht. Hallo? Ich schaue Ihnen fein nach. Was machen Sie da? Aha, jetzt passiert's. Oh mein Gott. Mein Gott. Hören Sie mal, ich sehe Sie zufälligerweise. Ich weiß auch, vor welchem Regal Sie stehen. Haben Sie vielleicht gerade schon eine Erektion? Wollt ihr das nochmal nachprüfen? Nein? Nein, halt nicht. Gut. Ja, das muss nachgeprüft werden. Halt, Moment, ich muss den Mann bedienen. Ich muss den Mann bedienen. Ja. Das ist auch total leise. Ich höre nur so ein Hintergrundgeräusch. Da ist der Klient. The Elevator. Ja, ganz klar. Der macht den alten Trick. Der nimmt einfach eine andere Filmhülle, tut jetzt einfach da das peitschende Lesben Inferno 14 rein und dann leitet den aus. Hi, grüß dich. Gute Nacht, mein Junge. Ich möchte diesen Film leihen. Ja, klar möchtest du, Lino. Ah, guten Tag, Sir. Das macht dann $3, bitte. 3. Alles klar. Behalte das Kleingeld. Ich sehe dich später. Nein, bitte. Bitte, ich möchte nicht, dass du mich später siehst. So, Cash-Register. Klar, das mache ich auch immer. Ich nehme immer Geld, dann stecke ich es in meinen PC rein. Das klappt dann auch immer. So funktioniert das in den 90ern. Ey, müssen wir aufpassen, wenn der den Film zurückgibt, diesen Adult-Film, müssen wir nicht nur schauen, ob der zurückgespult ist, sondern wir sollten auch schauen, ob die Hülle irgendwie verklebt ist. Das ist super eklig, aber... Sir, waren Sie zufrieden mit Ihrem Adult-Film? Wollen Sie auch das peitschende Lesben Inferno 13 leihen? Der Angriff von Phobos, hallo, wollen Sie auch den leihen? Ist Ihre Frau auch in dem Van? Nein, ich muss aufhören, meine Kunden zu verscheuchen. Echt, ich wäre der schlechteste Videotheken-Mitarbeiter. Sir! What? Are either one of these any good? I don't watch movies. Ich würde das so gerne machen. Also, als Jugendlicher dachte ich mir immer, hey, so ein Job in der Videothek, das ist doch bestimmt das Geilste. Oder irgendwie im Game Store. So, ich muss potzen. Ich potze jetzt. Ja, damit. Boom. Yes. Yes. Swarp. Ich habe geswarped hier. Ausgezeichnet. Ich sag mal, warum ist es so dunkel, wenn ich swarpe? Werde ich ohnmächtig beim Swarpen, oder? Ja, swarp! Mehr swarpen! Okay, ich sehe schon, das ist einfach die Finsternis hier. Ich swarp jetzt einfach so schnell ich kann. Doch, das Willen ist das dunkel! Vielleicht kriege ich jedes Mal einen Schlaganfall, wenn ich swarpe. Ich weiß es echt nicht, keine Ahnung. Kann das sein? Okay, schon wieder ein Schlaganfall. Ja, macht ja nichts, mir geht's noch immer gut. Ich kann auch weiterarbeiten. Danke, Sir. Dankeschön. Ich glaube, ich habe alles aufgeswarpt. Habe ich da recht? Habe ich alles aufgeswarpt? Muss ich unten... Oh, da kommt jemand. Ach, die waren schon immer gelb? Hä? Und ach, das war die Beleuchtung vom Auto, die da irgendwie schief ging. Mein Gott, Polizei, jetzt fängt's an mit den Adult-Movies. Hören Sie mal. Hören Sie mal, das sind gar keine Adult-Movies, das sind Kinder-Movies. Schauen Sie mal, das ist nur Desperado. Ich glaube, ich kenne... Das ist wirklich Desperado. Ja, kenne ich da sonst noch Movies? Oh, krass, ich glaube, das ist Coraline. Schau dir mal das an, das könnte Coraline sein. Herr Polizist, was machen Sie da? Waren Sie gerade Action-Movies? Waren Sie Beverly Hills Cop-Line? Gott, das will ich kommen, dem besser nicht so nah. Leben wir in einem Universum, wo alle Brillenträger sind? Nein, überrenn mich nicht. Warum steht denn eigentlich Polizei drauf? Ist es ein deutsches Game? Hallo. Endless Days. Sehr gute Wahl, Sir. Sehr gute Wahl. Ich habe übrigens überhaupt nichts gemacht und es gibt hier keine Pornomovies, die frei für jedes Kind verfügbar sind, weil sie ganz vorne stehen. Ich möchte diese Kassette ausleihen. Wie viel kostet das? Sebastiano. Das macht dann $5 für sie, weil sie Polizist sind. Das ist extra billiger Preis. Hier ist Ihr Geld, vielen Dank. Überhaupt kein Problem. Katsching!
Hier, Abe Lincoln will auch mal spielen hier im Cash-Register. So. Da ist alles gut. Sind Sie zufrieden? Sind Sie zufrieden mit Bambi? Keine Sorge, da stirbt keiner bei Bambi, auch nicht die Mutter. Bambi, Mami. Nein. Bambi ist ein Superfilm, da stirbt fast keiner. Auch null traurig. So, wir müssen den Müll unten wegschmeißen. Überhaupt kein Problem. Das ist der geilste Job. Ich will hier arbeiten. Ohne Schmarrn. Also ich will hier arbeiten. Ich will einfach YouTube machen und nebenbei hier arbeiten. In der Videothek arbeiten. Wie geil. Okay, das ist wahrscheinlich der Müll. Was ist denn das hier unten eigentlich? Ist das unsere geheime Crackhöhle? Schau dir mal das an. Da hängen irgendwelche komischen Pflanzen von der Decke. Hier gibt es so krasse Bambussachen. Hier gibt es eine Küche. Es gibt... Eine Küche? Lebt hier jemand? Was geht denn ab? Wir haben sogar Deckenchucks. Wir haben 4 Deckenchucks. Das sind die kleinen Nichten vom echten Chuck. Das sind die Decken-Jacquelines natürlich. Ganz klar. Weibliche Form vom Chuck. Jacqueline, ganz klar. Müssen wir nicht weiter drüber nachdenken. Was ist das? Ja, komm. Okay, also es ist irgendwie ein bisschen unheimlich hier. Sieht wirklich aus wie so eine Geheimzentrale von irgendwie wirklich Agenten oder sowas. Wir nehmen seine Müll und tragen ihn weg. Da ist ein Fliegen dran, hui. Wo schmeiße ich den weg? Wahrscheinlich da hinten. So, ich muss den Müll wegschmeißen. Hier, trash it. Trash it, like you mean it. Das mache ich mir immer fertig, diese Toilette, echt. Ey, hoffentlich ist das nicht die Kundentoilette, ohne Scheiß. Sonst weiß ich, wer der Poopkiller ist, nämlich ich. Sobald der Erste hier versucht zu kacken, dann erledige ich den. Ohne Scheiß. Eigentlich so einen riesigen Getränkekasten, macht den einfach nur kalt, damit er nicht kotet. Ist mir dann auch wurscht, ob er mir $5 für einen Videofilm zahlt oder nicht. Ich möchte einfach nicht, dass jemand live neben meinem Arbeitsplatz kotet. Ich meine, überlegt es euch mal. Überlegt mal, ihr arbeitet im Büro und nebendran, neben euren Schreibtisch, ist eine offene Toilette, wo hin und wieder mal ein Typ kommt. Und, also, nee. Nee, das geht halt wirklich gar nicht. Geht halt wirklich gar nicht. So, letzter Müll, jetzt mal weg mit dem Scheiß. Warum ist denn der überhaupt da unten im Müll? Mal ohne Kack. Den nicht gleich hochtragen können, bevor die Fliegen kommen? Ugh. Also ich bin hier wirklich nicht der Allersauberste und ich putze bestimmt nicht jeden Tag für 4 Stunden meine Bude. Aber wenn Fliegen sich zeigen, sollte man sich mal überlegen, ob man dann nicht... Ach, hier ist der echte Chuck. Chuck, wie schaut's aus? Ist der Typ koscher? Nein, lass ihn nicht rein! Der möchte bestimmt irgendwas vorbereiten. Na gut, hören Sie mal, Sie sind mir nicht ganz koscher. Und Chuck gefällt es auch nicht. Ja, Sie haben ein riesiges Doppelkinn, ich möchte das nicht. Verschwinden Sie von hier! Der stellt sich jetzt sofort zu den Adult Movies. Nee, er geht weiter. Ich weiß nicht, welche Leute mir unheimlicher sind. Also, die Adult Movie Gucker, die committen ja wenigstens, ne? Aber der Typ, also wenn jemand reinkommt, sofort zur Comedy geht, ist auch komisch, oder? So, Marco. Bitte, ich muss ihr Badezimmer schnell benutzen. Nein, das geht nicht. Verpiss dich. Na gut, Sir. Bedienen Sie sich. Warum lässt du das zu? Vielen Dank. Hör mal zu. Mir wäre es lieber, wenn du nicht meine Toilette benutzen würdest. Warum siehst du so aufgequollen aus? Ich will da gar nicht wissen, was jetzt aus diesem Mann da rauskommt. Hallo? Scheiße, der legt jetzt schon los, obwohl er noch nicht mal sitzt. Der zieht's durch. Der zieht es echt durch. Entschuldigen Sie, Herr Marco. Herr Marco, sitzen Sie schon? Also, ich kann Sie sehen. Ich kann Sie sehen. Gott, ich kann da reingehen. Sag mal, lassen Sie hier gerade den Schokobus abfahren aus dem Tunnel oder was? Das ist nicht nur ein Schokobus, das ist wirklich die ganze Schokobuszentrale, die hier gerade abfährt vom Hauptbahnhof. Oh Mann, dieser riesige Junge, der wird das Klo ganz schön zerschmettern. Das ist schrecklich. Schrecklich. Soll ich Ihnen helfen? Kommen Sie, ich halte Ihre Hand. Ich weiß, es ist sehr groß. Los, Sie schaffen es. Los. Marco, strengen Sie sich an. Nein, hör auf, den Mann auf dem Klo zu belästigen. Das ist grauenhaft. Oh Gott, was spiele ich hier? Ohne Scheiß. Was spiele ich hier? Oh Gott. Ich kam hier auf die Idee, als erstes von dieser Compilation den Poopkiller zu spielen. Marco, geht's Ihnen gut? Geht's Ihnen gut? Ist noch alles drin?
Hallo? Sie sehen super erleichtert aus. Du liebe Güte, der hat gleich die Fliegen mit ausge... Vielen Dank, mein Freund, du hast mein Leben gerettet. Du, ich glaube auch, aber ich glaube, du hast meins gerade ruiniert, du Penner. Du liebe Güte, ich muss sehen, was für ein Schaden angerichtet ist. Ich möchte da... Lebe Goethe nochmal. Was ist denn das? Schau ich mal den Shit an, im wahrsten Sinne des Wortes. Alter. Alter, das sind 1, 2, 3, 4 Schokobüsse, die da abgefahren sind. Mann. Hören Sie mal, können Sie die nicht mitnehmen? Ich packe sie Ihnen ein für zu Hause. Ich glaube, ich kann die nicht spülen. Das will, die sind viel zu groß, um zu spülen. Und ich meine, wenn ich jetzt die Spülung drücke, dann ist hier alles kacke. Oh Mann, dieser Penner hat die Toilette verstopft. Ja, danke. Ja, super, ausgezeichnet. Mein Gott, der hat sein eigenes Körpergewicht an Kot hier verloren. Wie war das denn möglich? Du, es gibt Rugby-Mannschaften, die an Chili im Donnerstag gegessen haben und weniger. Na gut, okay, das ist richtig viel Shit. Okay, also es tut mir leid, aber ich kann die Toilette hier nicht mehr... Also kein Mensch kann die mehr benutzen. Okay, ich muss draußen das Graffiti wegmachen. Alter, ich will gar nicht wissen, wie das hier drin gerade riecht. Wirklich, ohne Scheiß. Wo ist das blöde Graffiti? Okay, hier muss weg. Aber warte mal, wie mache ich das überhaupt weg? Ich brauche bestimmt irgendwie so ein Sauberfimmelding. Ein Sauberfimmelding. Ich bin auch so der Wortakrobat vom anderen Stern. Mit dem Sauberfimmelding mache ich das hier weg. So, das hast du jetzt mit dem Waschlappen weggeputzt. Ach du liebe Güte, ich will gar nicht wissen, wie lange das gedauert hat. Aber warte mal, gibt es noch mehr Graffitis? Warum gibt es hier so viele Randalen? Da ist der Giant Silent Bob unterwegs, die hier Graffitis hingemalt haben. Boah, hier ist ein Graffiti, oder? Hier ist es kein Graffiti. Na, was ist das denn? Schau dich mal an. Gibt es da frische Salate oder was? Oder sind das Pizzas? Ich habe keine Ahnung, das müssen wir uns nachher nochmal anschauen. Corpse Bomb Kief. Keine Ahnung. Weg ist der Scheiß. Hier haben wir auch noch was. 616 Games, okay, das ist der Entwickler. Ich glaube, wir haben es geschafft, wir haben alles weggeputzt. So. Also Jungs, was mal ganz im Ernst, was ist das? Alter, das sieht wirklich wie Salate aus. Du, ich ziehe mir doch einen Salat nicht aus einer Essensmaschine raus. Oh, Das finde ich eh so krass. Bei uns gibt es einen Laden, besser gibt es einen Automaten in der Nähe. Und da war für eine kurze Zeit mal, war von der Metzgerei Schlachterwaren drin. Wo ich mir gedacht habe, hey, wer ist denn so krass und lässt sich ein halbes Händel, also roh, aus dem Automaten, oder wer lässt sich denn sein Steak aus dem Automaten raus? Ich meine, was ist denn, wenn der Automat in der Sonne steht? Für, okay, klar habt ihr eine Kühlung, aber irgendwie, also sagt mir mein Instinkt, Fleisch aus dem Automaten, nein, wirklich, also genauso wie kauft nicht das Eiersalat-Sandwich im Automaten an der Raststätte oder sowas. Ugh. Wer weiß, was da alles drin ist. The Clowns Fun möchtest du gucken? Ja, überhaupt kein Problem. Sag mir, er leiht aber auch nur Horrorfilme, das ist ziemlich cool. Bitte, ich möchte diesen Film hier leihen. Oh, was stinkt denn hier so? Das macht $5, tut mir leid. Ein Kunde war auf der Toilette und den hat es leider in der Mitte vollkommen durchgerissen. Ein Kunde, okay, hier ist das Geld, gute Nacht. Ja, danke, es wird echt eine geile Nacht. Ach du liebe Güte, sag mal, können wir das nicht irgendwie handeln? Wirklich, keine Ahnung, können wir nicht einfach... Ich weiß auch nicht. Helfen Sie mir. Können wir nicht die Fische mit Freddy dem Fisch hier einfach da reinkippen? Und die schwimmen dann und begleiten einfach den Kot mit zum Klärwerk. Nein, das will ich den Fischen nicht antun. Arme Fische. Können wir nicht irgendwas machen? Wir hatten noch so einen Putzeimer. Können wir den ja nicht reinleeren? Was ist denn das Problem? Ich hatte noch nie so ein komisches Kotproblem, wirklich. Ah, was mache ich denn jetzt? Ja, gar nichts anscheinend. Irgendwas stimmt doch hier nicht. Schau dir das mal an, hier ist ein Projektor. Hier sind 1000 komische Geräte. Ich habe oben Auto gehört. Also, ich kann es mir nicht erzählen, dass die hier in eine ganz normale Videothek oder sowas führen. Irgendwas stimmt da nicht. Hallo, wer sind Sie denn schon wieder? Bist du der Typ von vorhin mit den Adult-Movies? Mann, ich habe so ein schlechtes Gesichtsgedächtnis. Ich weiß nicht, ob der nicht schon hier war.
Hallo, hallo. Aber das ist wieder mal typisch mein Glück. Echt, erster Tag, GHG als Videotheken-Clerk. Und so ein Scheiß passiert mir. So, hast du eine wunderschöne Brille? Gibt's bei euch auch Leute ohne Brille? Ellen, mein Gott, was ist das für ein Geruch? Tut mir leid, die ganze Footballmannschaft dieses Landes hat diese Toilette benutzt heute Abend. Seien Sie vorsichtig, dieser Geruch, der lockt vielleicht den Poopkiller an. So bescheuert. Poopkiller, ich habe noch niemals von sowas gehört. Ich habe es tatsächlich letzte Nacht in der Zeitung gelesen. Er sucht nach Leuten, die nicht spülen. Er ist ein totaler Irrer und hat wirklich mentale Probleme. Du, ja, ja. Also wenn er nach Leuten sucht, die nicht spülen, hat er wirklich ziemlich mentale Probleme. Das ist bizarr. Ich werde morgen jemand fragen, dass er die verstopfte Toilette richtet. Na, pass auf dich auf, mein Freund. Hier ist das Geld. Behalte das Wechselgeld. Vielen Dank, Sir. Gute Nacht. Shit. Poopkiller. Es gibt den Poopkiller, oder? Es gibt den Poopkiller. Sind wir mal ehrlich. Wir spielen ein Spiel, das heißt Poopkiller. Ich weiß exakt, wer als nächstes hier da durchkommt. Das sind die drei Fische. Das sind die drei Horrorfische. Das ist Freddy. Das ist Michael. Und das hier ist Jason. Hallo, hallo. Hier heute ist ein bisschen wenig los. Ich glaube, deswegen würde ich wahrscheinlich auch so einen Job mögen, wie in der Videothek, weil man wahrscheinlich wirklich nebenbei was machen kann. Klar, ist man da wahrscheinlich auch immer beschäftigt, irgendwelche Sachen zurückzuspulen oder einzuordnen oder sowas. Aber ich glaube, da reißt man sich schon nicht so wahnsinnig ein Bein aus. Also ist wahrscheinlich jetzt nicht so wie in der Eisdiele, wo schon die Leute echt Schlange stehen im Sommer oder sowas. Ich glaube, in der Videothek war auch damals halbwegs chillig. Klar, da ist schon immer irgendwie Kundschaft. Aber ich hatte das Gefühl, dass die Leute, die da bei der Videothek arbeiten, zwar schon da dauerhaft irgendwie Kunden bedienen, aber dass die wirklich auch immer wieder mal so eine Ruhepause haben. Besonders damals war es ja auch so, dass in der Früh oder mittags noch nichts los war in der Videothek, sondern erst abends. What the shit? Das ist der Mörder! Du hast nicht gespült schon! Ich hab dir ein Geschenk gebracht! Das war ich nicht! Das war der Kunde! Den Toilettenkopf. Das ist so besch. Das ist unglaublich. Alter, du musst ausweichen. Das kommt richtig langsam. Jetzt komm, mach den Matrix-Move. Sieht nicht aus, als würdest du den Matrix-Move machen. Oh Mann, John. Oh Mann, John. Wie ist halt auch sein Gesicht so krass mittig erwischt. Ja, danke. Danke. So ein Penner hat mir ins Gesicht geworfen. Ja, danke. Du bist so ein Zipfel, echt. Es liegt hier die Scheiße rum. Kann nicht sein. Jetzt habe ich hier vier und den hat er mitgebracht. Er hat nicht mal einen von hier genommen. Den hat er extra mitgebracht. Da geht's noch. Echt, das ist der beschissenste Arbeitstag heute schon wieder. Oh Mann, komm, ey, also ich muss mich jetzt irgendwie waschen oder sowas. Okay, tut mir leid, Jungs. Nein, du wäschst jetzt nicht dein Kotgesicht bei den drei Jungs da oben. Hallo, das wäre das Erste, was ich hier machen würde. Ich würde mich hier waschen. Hallo, ich muss mich waschen. Ach du liebe Güte, echt. Das ist ein Albtraum. Und wie grün das halt auch war. Oh nein, jetzt haben wir einen Kunden. Und ich bin ungewaschen. Und hier ist überall Kot. Alter, was stimmt denn mit dieser Videothek nicht? Warum ist denn hier überall Kot? Wer bist du denn? Ach du liebe Güte. Das ist eine Schnapsdrossel, oder? Schau dich mal hier an. Was stimmt denn mit dir nicht? Die ist ja super unheimlich. Die ist genauso unheimlich wie der Typ mit dem Toilettenhut auf. Okay, steht natürlich bei Adult Movies. Liebe Güte. Ma'am, wenn Sie fragen, warum es hier so riecht. Keine Ahnung. Ich habe echt keine Ausrede mehr. Nee, echt. Ich habe keine Ausrede mehr, weil da liegt einfach Kot. Ah, der Elevator. Auch ein Horrorfilm. Michelle, ist das scheiße in deinem Gesicht? Michelle. Ja, ist gut. Mach dann $5, Ma'am. Oh, hier hast du. Und jetzt gehen. Ma'am. Vergessen Sie nicht, Ihren blöden Film zurückzuspulen. Übrigens, schauen Sie bitte, dass ihr vielleicht zu gebärfreudiges Becken hier gut rausfindet. Und rempeln Sie nichts an. Chill. Hä? Das hört sich an, als wäre da ein Geräusch von unten gekommen. Ach du.
Der Poopkiller noch immer hier. Greift er mich jetzt an? Killt er mich jetzt? Was war das für ein Geräusch? Penny, die Toilette ist sauber. Ohne Scheiß. Baut von der Musik her ziemlich Stimmung auf. Ich finde übrigens die Soundkulisse richtig gut in dem Game. Alter. Der Sound ist echt wie aus den 80er Jahren, aber. Macht das gut. Ich meine, okay, es ist der Poopkiller. Ich habe jetzt nicht so wahnsinnig Angst. Sag mal, geht's noch? Hallo? Was? Schau dich den Penner an! Schau dich den Penner an, hier ist überall... Mein Gott, hier ist überall Kot! Jungs, geht's euch noch gut? Freddy, Jason, Michael! Fisch. Ach Gottes Willen, hier schwimmt überall... Das gibt's doch nicht! Sag mal, du hast mir auf den Tresen ge... Liebe, wie ist der da hochgekommen? Wie ist der da hochgekommen? Wie ist der mit seinem Hintern da hochgekommen? Das ist echt irre. Mein Gott, hier ist überall Kot. Da ist eine Toilette jetzt draußen. Hallo? Wo ist der Poopkiller? Echt, wo ist der Poopkiller? Ich höre irgendein Geräusch. Hey, hol mir jetzt diesen Poopkiller. Warum ist da draußen eine Toilette aus dem Nichts? Das kann doch nicht wahr sein. Meine Toiletten tauchen nicht einfach so auf. Hallo? Vergiss niemals, die Toilette zu spülen, nachdem du auf dem Klo warst. Oder der Poopkiller wird dich kriegen. Jumpscare hat mich jetzt auch noch erwischt, das ist so Panne. Ich wusste ja sogar, dass es mit einem Jumpscare endet, aber ich wusste nicht, dass der so plötzlich kommt. Ich dachte, der wird irgendwie von hinten dann angreifen. Sag mal, geht's noch? Jetzt hat mich der Poopkiller erwischt. 10 von 10, das ist das beste Game, also kann ich nichts machen. Also wir haben ja dieses Jahr schon ziemlich viele Horror-Games gespielt, aber ich glaube, das ist bisher eins der realistischsten, das wir gespielt haben. Und auch eins der bewegendsten, also es erzählt eine wirklich, wirklich tiefe Story. Es erzählt, wie mein erster Arbeitstag als Bibliothekenmitarbeiter ablaufen wird. Nicht bei meinem Glück wird das exakt so passieren. Ja, und das ist natürlich tragisch, also es ist eigentlich ein Drama. Das ist eigentlich ein Drama. Und auch natürlich eine Liebeskomödie, weil wir haben ja die Michelle kennengelernt. Und die hat uns nett angelacht, weil wir Kot im Gesicht hatten. Und vielleicht ergibt sich da noch was. Vielleicht aber auch nicht, weil ich jetzt, glaube ich, vom Poopkiller umgebracht wurde mit Poop. Nein, ja, das Game war vollkommen fantastisch. Ja, tatsächlich, aber hat es mir richtig getaugt. Das war super blöd, wirklich super blöd. Und es war natürlich ein Horror-Comedy. Aber die Elemente, also... Ich bin mal auf die anderen Trash-Games gespannt. Die Elemente finde ich richtig gut. Also ich finde diese 80er-Jahre-Musik cool. Ich finde die Grafik absolut cool. Okay, also der Poopkiller, der ist natürlich nicht so wahnsinnig unheimlich. Also sind wir mal ehrlich, wenn es jetzt ein wirklicher Killer gewesen wäre, der nicht mit Poop wirft, dann wäre das, glaube ich, richtig cool und gruselig. Also ich freue mich schon auf die anderen Games. Ja. Vielen Dank, liebe Kultisten und Kultistinnen, dass ihr dabei wart heute. Schreibt mir auch gerne, wie sieht's mit eurem Traumjob aus? Hattet ihr mal als Jugendlicher irgendwelche Traumjobs, wo ihr euch dachtet, hey, irgendwie im Game Store zu arbeiten oder in der Videothek zu arbeiten oder in der Eisdiele zu arbeiten? Schreibt mir mal, was so euer Traumjob war, den ihr euch nie verwirklicht habt. Und wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten wieder etwas ernsteren Grusel. Macht es gut und... Mögen die großen Alten euch vor dem Poopkiller beschützen. Bis dann, ciao.